Hallo zusammen, ich bin Dustin von Nanobike und ich stelle mal wieder die Neuheiten von Specialized für 2017 vor. Diesmal ist es das wunderbare, sehr schicke, hammergeile, für sich stehende, selbstüberzeugende Längsthaar in der Farbgebung bzw. Ausstattung Atlantis. Als ich den Karton gesehen habe, dachte mir, Längsthaar Atlantis. Okay, schon wieder ein Fixie. Atlantis in Blau. Mit ein bisschen Grün vielleicht. Boah, das wird ja mega hässlich aussehen. Gut, lassen wir das mal so. Der Kollege packt es aus, baut es auf, schiebt es nach vorne in den Laden. Ich gucke mir an und denke mir, hammergeil, das musst du haben. Mal wieder ein Rad, was du unbedingt haben musst. Schon wieder. Es ist einfach mal hammergeil. Also die Farbe oder die Farbgebung Atlantis hat so Assoziationen bei mir mit Wasser drum und dran und Atlantik. Überhaupt nicht. Nicht im Entferntesten ist hier irgendwas an dem Rad blau oder hat mit Atlantis zu tun, für mich. Weiß nicht, was Specialized sich da gedacht hat, aber ich gehe einfach mal drauf ein. Also die Aufmachung hier von dem Rahmen ist so eher so für mich so Hot Rod, so Ratten-like, ja, also so, so gebraucht, used look, sowas, so würde ich das nennen. Und hat für mich überhaupt gar nichts mit Atlantik zu tun oder Atlantis im weitesten Sinne. Deswegen auch hier diese Scratcher hier, dieses zerkratzte Specialized-Logo, dieses hammergeile Pinstriping. Es ist natürlich in dem Lack schon drin, es ist jetzt nicht extra auch mit Hand aufgetragen, wie man es so bei Hot Rod-Autos kennt. Sondern es ist wirklich trotzdem schön eingearbeitet, aber eben nicht so von Hand. Und die Carbongabe selbst auch. Also das ist alles so sehr, sehr schicke Details an dem Längster so dran, wo man sich denkt, mein Gott, das ist ja mal eine richtig hammergeile Farbe, die sich da haben einfallen lassen. Und zu den Komponenten komme ich dann gleich noch. Fangen wir erstmal mit dem Rahmen an. Es ist trotzdem noch ein Aluminiumrahmen, kein Stahlrahmen. Erkennt man natürlich auch an den Rahmen, an der Rahmenform, an den Größe der Rohre, an den Durchmessern. Es ist ein A1 Premium Aluminiumrahmen von Specialized. Das kennt man schon. Konifizierter Rahmen, das heißt also in der Mitte relativ hell. Also man sagt hell wegen, weil sich eben so hell anhört. Wenn man abklopft, wird es eben vorne immer dunkler und stumpfer. Oder dumpfer der Ton. Das heißt also, hier haben wir einen verstärkten Rahmen, hier haben wir einen verstärkten Rahmen und natürlich hier auch bedingt einen leicht verstärkten Rahmen. Und in der Mitte ist das eben immer konisch zulaufen, deshalb konifizierter Rahmen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und wir haben dann bei der Carbongabel auch wirklich eine Carbongabel, sieht auch aus, als wäre sie aus Stahl, irgendwie so durch diese Lackierung. Aber nein, ist es nicht. Es ist ein Effekt Carbongabel, wie man sie von Specialized auch kennt. Und hat dazu eine feste Achse, beziehungsweise der Laufradsatz hat eine feste Achse, vorne wie hinten. Das ist der Axis Elite Track Laufradsatz, der hier verwendet worden ist mit den Axis. Narben, die eben wie gesagt eine Vollachse haben, also hat man zwei Schrauben links und rechts, ähnlich wie eine Steckachse, wie ich oftmals erklärt habe, die eben die Steifigkeit erhöhen, enorm, Seitensteifigkeit und eben auch natürlich die für ein, was es ja eben auch ist, das Längster, für ein Fixie, für ein Track-Lauf, Rennrad im weitesten Sinne, also sprich ein Bahnrad, wie man so will, dann braucht man natürlich auch diese festen Achsen, denn durch die hohe Sprintbelastung darf sich das Rad nahezu wenig bis gar nicht verbiegen oder leicht verwinden. Das ist eben einfach nicht gewünscht und deshalb eben feste Achsen vorne und hinten. Hinten zudem mit einem horizontalen Ausfallende, das heißt also, man kann das Rad zwar nach hinten dadurch die Kette spannen, und man kann aber wirklich kein Schaltwerk anbauen oder irgendwas. Es ist lediglich beschränkt auf dieses feste, starre Bahnradritzel mit 17 Zehen, was hier hinten drauf ist. Oder man kann sich natürlich auf der anderen Seite dann ein Single-Speed-Ritzel drauf machen. Das geht natürlich schon, wo man dann auch einen Freilauf hätte. Mit diesem festen, starren Gang hat man keinen Freilauf. Das heißt, die Kurbel dreht sich nach hinten genauso schnell wie nach vorne, je nachdem wie ich trete. Und das ist nicht jedermanns Sache, aber eben dafür steht das Längster. Und nochmal zu dem Rahmen, es ist eben auch eine Bahnradgeometrie, also eine wirklich sehr schnelle, direkte, komfortable, dennoch Geometrie, aber doch schon eher auf Robustheit und brachiale Kraftübertragung. Dafür ist es ausgelegt und gedacht.
Ich habe den Laufradsatz erwähnt. Auf dem Laufradsatz sind Turbo-Reifen drauf, auch von Specialized, in dieser Cotton-Variante. Das heißt also, die haben hier die Seitenwand, die Karkasse, ist dann eben ja eine etwas einfacher gestricktere, aber doch wiederum sehr, sehr stabile. Hat keinen Pannenschutz, weil es ja eigentlich auch nicht für die Straße gedacht ist, nur für die Bahn, und da fährt man eben auf Holz im weitesten Sinne. Ja, aber dennoch ist es eben auch ein Stadtrad, weil, wie man sehen kann, der Lenker, das Cockpit an sich, ist ein sehr nach hinten gekröpfter Lenker. Man hat dadurch eben eine recht aufrechte Sitzhaltung, ungefähr so oder so. Und eben doch nicht wieder dieses ganz sportliche, wofür es eigentlich steht, das längste. Aber das haben auch schon viele Leute sich entsprechend um oder eben ja anders gebaut, wie sie sich das selbst gedacht haben. Und dieses Modell, das Atlantis, ist eben einfach mal eine entspanntere Version davon. Deswegen dieser sehr nach hinten gekröpfte Lenker mit einem leichten Rise nach oben, also dass man so ein bisschen höher kommt vorne. Und auch sehr, sehr schick finde ich die Griffe. Die sind aus Holz und es ist echt Holz. Das sind Lock-On-Griffe, die man also festschraubt an den Lenker und sich nicht verdrehen können, noch irgendwie nach unten oder nach außen, sondern die sind richtig fest angeschraubt, zweifach. Und ja, wie gesagt, aus echtem Holz. Dann die Japan-Klinge, die ich, wie gesagt, auch also wirklich sehr, sehr schick finde und schönen Ton hat. Und auch schön nachhalt, wie so eine Stimmgabel schon fast. Auch sehr schick. Und für mich, was persönlich schon das Highlight, ist der Sattel und die schöne Echtleder-Werkzeugtasche, die hier hinten mit dran ist. Der Sattel selber ist auch aus Echtleder und hat hier so eine richtig schöne große Feder. Das macht das sehr, sehr bequem, das Rad. Gerade für den Stadtfahrer. Und bei uns hier in Berlin haben wir einige Leute, die sowas in der Stadt fahren. Ist ja auch so ein bisschen so ein, ja, doch schon großer Hype mittlerweile, auch um dieses Rad übrigens. Und dieser Echtledersattel hier, wo auch nochmal das längste Logo auf beiden Seiten eingebrannt ist, genauso wie auf der Tasche ganz oben, hat innen drin, das zeigen wir gleich nochmal in der Nahaufnahme, haben wir so eine, ja, ich würde es mal fast sagen, oder nennen, eine samtartigen Beschlag. Also es sieht ein bisschen aus wie so eine alte Oma, Tischdecke, aber sehr, sehr schick und eben genau im gleichen Ton wie der Sattel selbst. Also das alleine macht es auch schon wieder zu einem richtig guten Hingucker und unterstreicht eben das Gesamtkonzept bei dem Atlantis hier. Ja, die Kurbel nochmal ganz kurz so ein bisschen zur Mechanik bzw. Technik im weitesten Sinne. Wir haben hier die Kurbel mit einem 48er Kettenblatt und einem 17er Ritzel hinten. Das heißt also, die Übersetzung ist: Man kommt gut vom Fleck mit 48, 10 und 17 hinten, hat eine Endgeschwindigkeit von ungefähr 35, naja, vielleicht auch knappe 40 km/h. Wenn man gut dabei ist, dann trippt man aber schon ordentlich. Und also man kommt gut weg, man hat eine gute Endgeschwindigkeit, macht es gut in der Stadt, macht es sehr vielseitig. Ein größeres Kettenblatt geht hier auf jeden Fall noch rauf, wer es machen möchte. 144er Lochkreis, Vierkant-Tretlager, auch sehr steif. Und trotzdem ein Vierkant-Tretlager verbaut ist, haben wir es mal gewogen. Ohne Pedale, so wie ihr es jetzt hier seht, in diesem Aufbau wiegt es ganz genau 8,78 Kilo. Ich habe es mal gerundet auf 8,8. 8,8 Kilo. Hammergeil. Richtig schönes Rennrad eigentlich. Gibt manche Carbonräder, die sind schwerer. Ja, sowas soll es geben. Und ja, was wollte ich noch sagen? Was bleibt eigentlich noch was zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Doch, eins noch. Das ist jetzt hier das Specialized längste Atlantis für 999 Euro. Im Lieferumfang sind Bremsen enthalten. Die sind jetzt hier bei unserem Modell nicht montiert. Es gehen Bremsen vorne ran, Seitenzugbremsen und hinten natürlich in den Rahmen. Gepäckträger, Schutzbleche, all sowas ist nicht vorgesehen und auch nicht kompatibel. Aber trotzdem... Ein hammerschickes Rad. Ich finde es sehr schick. Wie fast alle Räder hier bei mir. Sonst würde ich es auch nicht vorstellen. Und wie gesagt, aber das ist hier schon wieder... Mein Kollege unten meinte auch gerade so, also das ist ja schon wieder ein Rad, da verkaufe ich meinen Cruiser und kaufe mir das gleich. Es ist, man sieht es und denkt sich, boah, Hammer, muss ich haben. Und ja, schreibt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Würde mich wirklich interessieren,
wie andere das so sehen, ob ihr die anderen Modelle, die Vorgängermodelle vielleicht besser fandet oder eben dieses dann euch eher interessiert und was ihr davon haltet und was ihr vielleicht auch dran tunen würdet, was ihr weglassen würdet, was ihr mehr machen würdet. Sowas interessiert mich auch. Und schreibt mir in den Kommentaren, ich antworte euch wie immer gerne. Und ja, abonniert unseren Kanal und guckt bei No Chain No Game, bei dem Hashtag mal bei Instagram mal wieder rein. Habe ich auch ab und zu ein paar neue Fotos, werde ich hier auch nochmal welche nachlegen. Und ich verabschiede mich mit dem Specialized Langster Atlantis für 2017. Dankeschön, ciao.